Ich freue mich sehr, nach vielen Jahren einmal wieder hier zu sein. Das letzte Mal liegt lange zurück. Das war noch zu Helmut Bonneaus Zeiten, der von 1972 bis 1980 Vorstand der Abteilung Grünplanung, Landschafts- und Gartenarchitektur hier am interkantonalen Technikum Rapperswil war. 1978, also vor bald 40 Jahren, habe ich ihn einmal im Zusammenhang mit meinem Interesse besucht, zu erfahren, an welchen Themen der Gartenkultur und Freiraumentwicklung hier in Rapperswil geforscht wird. Ich bin damals mit Werner Nohl immer eine, zwei Wochen im Jahr in verschiedene europäische Länder gefahren, um herauszufinden, was anderswo an Forschung betrieben wird. Das wusste niemand. Ich weiß nicht, ob sich das heute so sehr verändert hat. Es scheint mir immer noch ziemlich, wie soll ich sagen, von Ahnungslosigkeit geprägt. Ich habe sehr interessiert an die beiden Vorträge von Herrn Tanner und von Herrn Hölz gehört und sah wieder, ja, richtig, genau, da müsste man weiter und so weiter. Und Sie werden es gleich nochmal hören. Und ich bin auch schon in sehr anregende Gespräche verwickelt worden. Ich hoffe, das hält an. In Bezug auf meinen Beitrag muss ich allerdings insofern um Verständnis bitten, dass es zu dieser Thematik inhaltlich einiges mehr zu untersuchen gibt, als das, was ich im Folgenden einigermaßen rudimentär ansprechen kann. Ich werde also bestenfalls eine Skizze liefern. Je mehr ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, desto deutlicher wurde mir, wie viele Facetten dieser als Gartenreform bezeichneten Vorgänge ernsthafter Untersuchungen bedürften, die allerdings bislang fehlen. Nicht zuletzt deswegen bitte ich Sie, meine folgenden Ausführungen als einen Versuch zu betrachten. Ich denke, es ist ein nicht besonders strukturiertes Hacken auf einigen Beeten der Gartenkultur, in denen ich kaum die Gräser, Stauden, Sträucher und Bäume vom Unkraut unterscheiden, geschweige denn andere Elemente erfolgreicher Reformgärtnerei genauer bezeichnen kann. Bei meinen Recherchen zum Thema kam ich mir des Öfteren wie in einem Jivni Orgrod, einem eigenartigen Garten, vor. 1903 hat der polnische Künstler Josef Mehofer einen solchen eigenartigen Garten gemalt, den Sie hier sehen. Ich bin mir also alles andere als sicher, dass es in der Gartenkunst des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland in Anführungsstrichen Reformgärten gab und will Ihnen im Folgenden einige meiner Zweifel mitteilen. Ende des 19. Jahrhunderts regte sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz ein gewisser Widerstand gegen die Art der Ausbildung in den Gartenbauschulen und Gärtnerlehranstalten. Für Deutschland verweise ich hier auf zahlreiche Beiträge im Jahrgang 1897 in Müllers Deutscher Gärtnerzeitung, für die Schweiz beispielhaft auf einen Beitrag von Frank Chassy zur Ausbildung an der École d'Horticulture de Châtelaine bei Genf, die von Edmond Vaucher gegründet worden war. Ich will im Folgenden vor allem auf Hindernisse wie den Konservatismus, die Intoleranz, professionelle Windmühlen, die Furcht vor dem Theoriesumpf und die Pflanzenorthodoxie aufmerksam machen, die den damaligen Reforminteressen in der Gartenkultur entgegenstanden. Bezogen auf die Worte des frühen 20. Jahrhunderts im Titel meines Vortrags will ich noch sagen, dass viele meiner Anmerkungen dazu in das späte 19. Jahrhundert fallen und daher der Vortrag vielleicht um die Worte oder der Titel und im späten 19. Jahrhundert ergänzt werden müsste. Nun, nach einem langen Kampf um die Herstellung eines deutschen Staates im Lauf des 19. Jahrhunderts hatte der reaktionäre deutsche Politiker Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen eine sogenannte kleindeutsche Lösung ohne Österreich verhandelt, die 1871 zur Gründung des Deutschen Reiches führte. Nicht zuletzt aufgrund riesiger Reparationen, die Frankreich gezwungen wurde, an Deutschland zu zahlen, konnten sich in diesem Reich ökonomisches Wachstum ebenso wie Betrug ausbreiten. Das führte zum Beispiel in Preußen und besonders in Berlin, aber auch anderswo, zu einer nie dagewesenen Bodenspekulation. Was nun die Beziehungen zwischen der Gartenarchitektur und dem durch das Handels- und Kulturministerium repräsentierten Staat in Preußen und später im Deutschen Reich und der Weimarer Republik angeht, sowie deren Bedeutung für die Entwicklung einer modernen, reformierten Ökonomie, so sind die alles andere als klar und wurden meines Wissens noch nicht näher untersucht. Als Leitlinie für eine solche Untersuchung könnte die Arbeit Before the Bauhaus, Architecture Politics under German State 1890-1920 von John Masujka dienen,
die 2005 veröffentlicht wurde, die nichts zur Gartenkultur sagt, aber einen Rahmen bilden könnte, den man auf die Gartenkultur übertragen könnte. Die naheliegende Vermutung einer Verbindung zwischen Reformgärten und dem, was vielfach als Lebensreform bezeichnet wird, scheint mir auch noch der genaueren Untersuchung zu harren. Ich habe natürlich also sehr aufmerksam zugehört, was Sie dazu zu sagen hatten. Aber es ist klar, dass das eben ein Riesenfeld ist und die genauere Untersuchung meines Erachtens noch aussteht. In einigen Fällen mögen Gartenkünstler, so nannten sich die Absolventen des vierten Ausbildungsjahres an der Königlichen Gärtnerlehranstalt in Berlin-Schöneberg und in Potsdam, damit beauftragt worden sein, Gärten in vielfach als Villenkolonien bezeichneten Gebieten zu entwerfen und zu bepflanzen. Und so mag zum Beispiel die Erwartung weiterer Villenvororte im Umfeld zwischen Berlin und Potsdam gute Berufsaussichten für die Entwerfer von Gartenanlagen befördert haben. Was Sie hier sehen, ist unten rechts der Lageplan der Gärtnerlehranstalt in Berlin-Dahlem und rechts oben darüber die vor kurzem wiederhergestellte Anlage mit Stauden und Sträuchern und Bäumen. Sehr sehenswert, wenn Sie mal nach Berlin kommen. Es gibt einen Café nebenan, können Sie dann das entspannt genießen. Um eine gewisse Entwurfsqualität zu gewährleisten, hatte der 1887 als erste professionelle Vereinigung gegründete Verein Deutscher Gartenkünstler in § 3 seiner Satzung die Förderung der Gartenkunst, insbesondere durch verständnisvolle Ausübung derselben nach den von Lenné und vornehmlich von Meyer geschaffenen und durchgeführten Grundsätzen verankert. Der Verein Deutscher Gartenkünstler bezog sich auf die Entwürfe von Peter Joseph Lenné und dem ihm nahestehenden Gustav Meyer. 1860 veröffentlichte Meyer das wahrscheinlich oder vielleicht von Lenné erwartete, aber nie von ihm verfasste, Lehrbuch der schönen Gartenkunst. Es thematisierte in herausragender Weise die Entwurfsüberlegungen, denen sich der Verein Deutscher Gartenkünstler verpflichtet fühlte. Das Lehrbuch richtete sich, wie eine Verlagsankündigung zur Subskription warb, an Gärtner, Architekten, Guts- und Gartenbesitzer, Gärtnerlehranstalten, Bau- und Kunstakademien, landwirtschaftliche Vereine, Stadtbibliotheken und so weiter. Anders als mehr als 30 Jahre nach seinem Erscheinen behauptet wurde, lieferte es keinerlei Schablonen, sondern war inhaltlich und entwurflich breit aufgestellt. Ausdrücklich wurde zum Beispiel in der ersten Abteilung des Lehrbuchs in einem historisch-ästhetischen Rückblick auf die Entwicklung der Gartenkunst auf international unterschiedliche Entwurfshaltungen aufmerksam gemacht, die damals als Stile bezeichnet wurden. Hier sieht man einen Garten im griechischen Stil, der, wenn man etwas genauer hinguckt, etwa der Anlage westlich hinter dem Schloss Charlottenhof in Potsdam nahe kommt. Daneben die Lage der Gärten auf der Ausstellung in Darmstadt aus dem Jahr 1905. Links sehen Sie noch den heutigen Zustand in Charlottenhof, der nur einen Teil dessen wiedergibt, was da ursprünglich mal zu sehen war. Doch regte sich in den frühen 1890er Jahren nach mehr als einer Generation seitens des Vereins Deutscher Gartenkünstler Kritik an der Lenné und Meyer zugeschriebenen Entwurfshaltung. 1894 zum Beispiel schrieb Johann Gottlieb Schoch, der damalige Gartendirektor der Stadt Magdeburg, von, ich zitiere ihn, beschränkten oder sich selbst beschränkenden Geistern, die aus den Vorschriften und Beispielen des Meisters sich eine Schablone fertigen, aus deren Formenkreis sie sich nicht hervorwagen, Zitat Ende. Ähnliche Kritik wurde auch anderswo laut, zum Beispiel im Bühnenbild. Die heutige Bühne sei, so schrieb die Schauspielerin Elsa Bruckmann in Kantaschön, ich zitiere, eine im konventionellen und schablonenhaften erstarrte, gänzlich ausdrucksunfähige szenische Verkörperung, die unserem gesamten Empfinden widerstrebt, Zitat Ende. Grossmann, ein damals bekannter Gartenarchitekt aus Dresden, beklagt, ich zitiere ihn, die schematische Nachahmung der Meyerschen Regeln, die Verknöcherung des Gartens in landschaftlicher Manier und die einseitige Meierei. Es sei bei den Gartenkünstlern, nochmal Zitat, verkehrt, sich gegen freie Luft von außerhalb, die mit einer chinesischen Mauer abschließen zu wollen und zu sagen, wir brauchen keine neue Richtung. Die Moderne sollte die klassischen Vorbilder nicht unbedingt verwerfen. Der Gartengestalter, so schrieb Grossmann 1905, darf sich nicht nur begnügen, bei reichen Mitteln dem Parke, auch den Garten des weniger Bemittelten geschmackvoll
zu gestalten zu wissen. Ich habe es falsch gesehen. Bei reichen Mittern dem Parke des Reichen ein vornehmes Aussehen zu geben, sondern er muss auch den Garten des weniger Bemittelten geschmackvoll zu gestalten wissen. Hierzu gibt ihm das Studium der Moderne die beste Handhabe. Jene seien als größte Feinde jeglicher Gartenkunst zu betrachten, welche die Meyersche Theorie durch geistlose Nachahmung bis zur Karikatur versimpelt und heruntergelandschaftert hätten. Dieses Herunterwirtschaften der Meyerschen Entwürfe will ich Ihnen hier nur mal kurz zeigen. Oh, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Okay, sieht man auch so. Diese rosa Farbe ist es aus der zweiten Auflage von Meyers Lehrbuch. Die erste Auflage ist in Schwarz-Weiß, in der zweiten Auflage ist es koloriert. Sie sehen diese drei Entwürfe für die Hausgärten, die rosafarbenen Grundflächen sind die Häuser und daneben sehen Sie landschaftliche, so mit den Schlängelwegen oder später dann auch als Brezelwegen bezeichneten. Und Sie sehen aber auch immer formale Elemente wie das Hippodrom links oder auch Ovale und Halbkreise und Ähnlichem. Also keine Rede davon, dass da irgendein bestimmter Stil oder Entwurfshaltung dominieren würde. Ein starker Konservatismus stand entsprechendem Handeln entgegen. Dafür mögen die Beiträge Moderne und Gartenkunst und ist Gartenkunst rückständig, Fragezeichen stehen, die von Krone 1902 und 1905 in der Gartenwelt veröffentlicht wurden. So wie die aufkommende Fotografie, ich zitiere, der Malerei Abbruch getan habe, vermutete Krone, könnte ein ähnlicher Druck auf uns und unsere Kunst ausgeübt werden. Wenn überhaupt, dann müssten wir zu den Chinoiserien unsere Zuflucht nehmen. Ohne mag das nach der Meiji-Restauration 1868 in Deutschland aufkommende Interesse an der Gartenkultur in Japan gemeint haben. Dem hatte nicht zuletzt Höhmann mit seinem Japan-Garten, einem grotesk-pittoresken Felsgarten, Ausdruck verliehen. Höhmann hatte diesen Garten, streng nach japanischem Vorbild, auf der Internationalen Kunst- und Großen Gartenbauausstellung in Düsseldorf 1904 gezeigt. Als Vorbild, das schreibt er nicht, das vermute ich jetzt und ich hoffe, Sie folgen mir, als Vorbild diente ihm wahrscheinlich Condors Fouquier's Garden. Den sehen Sie unten, das ist die Anlage aus dem Buch von Josiah Condor, der lange Jahre in Japan war und eben auch dieses Buch dazu veröffentlicht hat, indem er diese Anlage gezeigt hat. Ohne meinte, die Gartenarchitekten hätten viel früher als andere Professionen den Weg für eine Kunstrevolution freigemacht, als sie im 18. Jahrhundert den Landschaftsgarten einführten. Die Entstehung der Landschaftsgärtnerei, so Krone, stellt die Moderne in der Gartenkunst dar. Einer nachhinkenden Moderne bedürfen wir nicht. Anlässlich der 1904 in Düsseldorf stattfindenden internationalen Kunstausstellungen und großen Gartenbauausstellungen machte Max Hessdörfer, der Herausgeber der Fachzeitschrift Die Gartenwelt, ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu einer Reform in der Gartenkunst aus. Er schrieb 1904, in jeder Kunst, auch in der Gartenkunst, gibt es verschiedene Richtungen und Anschauungen und muss es geben. Bedauerlich ist es nur, dass es unter den Vertretern der einzelnen Richtungen Intolerante gibt, die ihre Richtungen als die allein wahre sanktioniert sehen möchten und über jeden Herfallen der künstlerische Eigenart bekundet. Hessdörfer fragte sich, warum lässt man nicht jeden Gartenkünstler im schönsten Sinne des Wortes nach seiner Fasson selig werden, seinen Ideen nachleben? Doch zeigte sich auch Hessdörfer selber intolerant gegenüber einem Entwurf für einen altrömischen Garten, den der Architekt Peter Behrens und der Landschaftsarchitekt Konrad Bartels auf der Ausstellung in Düsseldorf vorgestellt hatten. Hessdörfer bezeichnete diesen Garten als Machwerk und hielt es, ich zitiere ihn, im Übrigen für unsere Pflicht, gegen Unnatur im Garten, unter welcher Form sie auch auftritt, anzukämpfen und es wird wahrlich auch ohne den römischen Garten mit Messer und Schere genug in unseren landschaftlichen Anlagen gesündigt. Zitat Ende. Ganz anders dagegen der Gartenarchitekt und Dendrologe Camillo Schneider, der 1905 meinte, dass die Herren Fachleute unfähig waren, das vom Schema abweichende vorurteilslos zu würdigen. Konservatismus und Intoleranz waren die Keile, die schließlich 1904 die neue Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst vom Verein Deutscher Gartenkünstler abspalteten. Schoch und Hessdörfer waren nicht die einzigen, die um 1900 in Deutschland einer Veränderung, einer Reform in der Gartenarchitektur gegenüber aufgeschlossen waren.
Ein gutes Jahrzehnt später entwickelte sich Leberecht Migge zu einem ausgesprochenen Kritiker der zeitgenössischen Gartenkultur. Wir haben davon schon gehört heute. In seinem 1913 veröffentlichten bahnbrechenden Buch »Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts«, dessen Titel allerdings ein wenig Rekox daherkommt, wenn man sich vorstellt, dass jemand 1913 über das 20. Jahrhundert schreibt, das ist wie wenn ich heute ein Buch über das 21. Jahrhundert schreibe, schrieb er unter anderem unter der Überschrift, ach, wir haben keine Kunst. Das, was unsere Künstler uns heute im Durchschnitt zu sagen sich bemühen, das konnte auch schon ein Caspar David Friedrich oder Philipp Otto Runge mitten im 19. Jahrhundert schaffen. Mehr noch, so fehlt der jetzigen Kunst das eigentlich Beglückende für ihre Genießer, sie lässt uns kalt. Sie berührt uns wohl gelegentlich artistisch, aber sie geht uns als Ganzes nicht an die Nerven. Ein ungeheurer Pessimismus ergreift alle Ehrlichen und zur Selbstkritik Fähigen gegenüber dem Kunstindustrialismus, der uns umgibt. Und wir fragen uns, da die alten ausgetretenen Pfade nicht zum Ziele führten, ob es noch Wege gibt für unser Geschlecht zu den Höhen des Lebens, zur wahren eigenen Kunst, wahre eigene Kunst hat er kursiv gesetzt, emporzudringen. Mensch und Kunst der Jetztzeit aber sind einander fremd. Unsere Kunst ist tot oder sie ist noch nicht geboren. Ach, wir haben keine Kunst. Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in der 1908 von Migge entworfenen Parkanlage in Roggendorf in Mecklenburg-Vorpommern war, dachte ich, das könnte ein bemerkenswerter Versuch Migges gewesen sein, die alten, ausgetretenen Pfade zu verlassen. Das im Einzelnen darzustellen, dazu fehlt mir hier die Zeit. Ich will aber doch nochmal versuchen, ob ich dieses Ding hier in die Gänge kriege. Ach, da sieht man es. Also, hier sehen Sie diese sogenannte Rosenterrasse. Da können Sie die eine Statue erkennen, die andere steht hier drüben. Das ist so, wie sie 2008 aussah. Inzwischen ist sie noch weiter zerstört worden. Die Anlage gibt es noch, aber sie verfällt eben immer mehr. Und sie hat, denke ich, schon einen bedeutenden Stellenwert, nur es ist ganz schwierig, in Mecklenburg-Vorpommern dort überhaupt etwas zu machen. Ich verweise diesbezüglich auf meinen entsprechenden Aufsatz dazu, den ich auch versucht habe, in Mecklenburg-Vorpommern anzubringen, aber wie gesagt, es ist einigermaßen schwierig. Ich will in diesem Zusammenhang mit den Reformgärten noch ein paar Anmerkungen zu Camillo Schneider machen und ihm gleichsam beispielhaft für die aus meiner Sicht fehlende gründlichere Auseinandersetzung mit dieser Thematik heranziehen. Da bin ich sehr dankbar auch für die Worte meiner beiden Vorredner, die ich in ähnlicher Richtung verstanden habe. 1905 hatte Schneider, ein scharfer Kritiker der zeitgenössischen Gartenkunst des frühen 20. Jahrhunderts, ein weiteres Hindernis ausgemacht, das einer Reform entgegenstand, nämlich die professionellen Gartenarchitekten. Daher behauptete er abschließend in seinem Beitrag Gartengestaltung in der Fachzeitschrift Dekorative Kunst, ich zitiere, ein kleiner Boykott derjenigen Fachleute, die durchaus kunstblind sind, würde im Interesse der Gartenkunst sehr heilsam sein. Zitat Ende. Ein Villengarten in Berlin-Grunewald, der von Karl Hampel entworfen sein könnte, hielt Schneider für unglaublich langweilig. Hampel war von 1888 bis 1894 Präsident des Vereins Deutscher Gartenkünstler und schrieb eine Reihe von Büchern über Gartenkunst. Meines Wissens hat sich Hampels noch niemand angenommen, das denke ich wäre aber durchaus sinnvoll. Nicht nur bestimmte Entwürfe für Gärten, sondern die Gartenkunst selber wurde als wenig anregend empfunden. Die Parkanlagen von Versailles, Herrenhausen, Schwetzingen, Schönbrunn, Kaserte und anderswo galten der interessierten Öffentlichkeit als langweilig. Das hatte Friedrich Ludwig von Sckell ein Dreivierteljahrhundert früher schon ganz ähnlich gesehen. In seinen 1825 posthum erschienenen Beiträgen zur bildenden Gartenkunst für angehende Gartenkünstler und Gartenliebhaber heißt es, ich zitiere, der damalige Geschmack des Zeitalters, wo ein Le Nôtre die Regeln der bildenden Gartenkunst diktiert hatte, kleidete noch die dortigen Gärten in den regelmäßigen, steifen, prunksymmetrischen Ebenmaßes. Während seines Aufenthalts in England von 1773 bis 77, wo Sckell Blenheim, Stow, Storehead, Kew und andere Gartenanlagen besucht hatte, wurde er von dem natürlich ästhetisch Schönen dieser neuen Gebilde hingerissen und es sprach mehr zu seinem gefühlvollen Herzen als jene kalten, steifen, bedeutungslosen Formen der lenotrischen Anlagen, so in dem Vorwort zu dem Buch. Nach Schneider
brauchte die Gartenkunst des frühen 20. Jahrhunderts nichts nötiger, ich zitiere ihn, als den Beistand wirklicher Künstler und die Erlösung aus der Gewaltherrschaft der Fachkünstler. Die Fachleute von der Unrichtigkeit ihrer Auffassung zu überzeugen, so Schneider, das wäre ein Kampf gegen Windmühlen. Walter von Engelhardt, der ab 1909 eine Fachklasse für Gartenkunst an der Düsseldorfer Schule für Kunst und Gewerbe unterrichtete, war gleicher Auffassung und forderte dazu auf, auch Beiträge benachbarter Disziplinen zu berücksichtigen. Dem wurde allerdings nicht nachgegeben. 1911 charakterisierte Adolf Rauchhild, der Stadtarchitekt von Oldenburg, dies als, ich zitiere ihn, die kastenmäßige Abgeschlossenheit der Gartenbaufachleute. Die von Schneider erwähnten, beständig malenden Windmühlen waren die Anhänger von Gustav Meyer. Im Nachhinein, so Schneider, würde man in diesem Manne eine wichtige Ursache für den Niedergang der Gartengestaltung gegen das Ende des 19. Jahrhunderts erblicken. In ähnlicher Weise schrieb auch Jakob Ochs 1916 noch, doch auch hier entstanden bald Missgriffe, wie man sie vielfach in unseren heutigen modernen Gärten sehen kann. Eine Wegekurve schwingt sich ums Haus, so Schneider in seiner Kritik an Hampels Entwurf, und scheut sich förmlich, mit ihm in Berührung zu kommen. Auf Rasengrund sind Gehölze in regelloser Art gruppiert, und wenn wir hineindringen in die Anlage, wiederholt sich der ruhelose Kreislauf der Wege. Wiederholt sich das eintönige Gewirr der Gebüsche. Dem stellte Schneider einen westfälischen Garten aus dem 18. Jahrhundert positiv gegenüber, auf den der Gartenarchitekt Fritz Gude 1898 aufmerksam gemacht hatte. Schneider teilte Gudes Ansicht, dass im Verwerfen des Arbeitens in regelmäßigen Zügen mit Linie, Farbe und Form in Bezug auf Wegeführung, Pflanzung und dekorativen Schmuck viel zu weit gegangen wird, nicht nur vom Gartenkünstler, selbst vom Gartenbesitzer. Sieht selbiger in der Nähe nur erst eine gerade Linie, so wird er sofort argwöhnisch und nur das Erinnern an die prachtvollen Wirkungen der Renaissancegärten Italiens lässt dann das Projekt passieren, denn im Publikum ist der englische Garten Mode, ob auch Gotik oder die schönen ebermäßigen Formen der Renaissance den Ausdruck geben. Er hat dann in diesem Plan das, was ich da rot eingerahmt habe, als eine fragwürdige Erweiterung angesehen in diesem Entwurf. Schneiders Beispiel für einen aus seiner Sicht zeitgenössischen Entwurf des frühen 20. Jahrhunderts scheint mir bemerkenswert. Es ist der regelmäßig entworfene Garten eines Landsitzes in den Vereinigten Staaten. Welch ein Leben auf diesem Bilde, schrieb Schneider. Hier ist der Raum nicht vergeudet, um in falsch verstandener Weise Vorbilder der Natur nachzuahmen. Hier ist jeder Fußbodens ausgenutzt und alles auf eine einheitliche, mit dem Hause harmonisch zusammenklingende Wirkung abgestimmt. Eine nordamerikanische Anlage ist, wir haben vorhin auch gehört, Migge hat sich auch sehr stark an den USA damals orientiert, eine nordamerikanische Anlage ist, kaum älter als die berlinische, und dass jene drüben ebenso wenig vereinzelt dasteht wie diese in Deutschland, ließe sich an Hunderten von Beispielen demonstrieren. Er, der Unkundige, so Schneider weiter, sieht im jungen Nordamerika, das gewiss noch nicht als Pflegestätte ernster Kunstbestrebungen gelten kann, ein bisschen Nordamerika-Bashing ist immer gut, Gärten, die aus dem Geiste künstlerischer Tradition hervorgegangen sind. In deutschen Landen hingegen findet er die Männer des Tages damit beschäftigt, Gebilde zu konstruieren, die jeder künstlerischen Überlieferung hohn sprechen. Die Amerikaner, behauptet Schneider, haben sich ihre Motive aus England geholt, aus jenem Lande, wo es wirklich moderne Häuser und Gärten gibt. Leider kannte wahrscheinlich das englische Haus von Hermann Muthesius, das 1904 und 1905 veröffentlicht worden war. Gelingt es unseren neuen Freunden oft noch nicht klar, das auszusprechen, was sie empfinden, so formulierte Schneider 1906, wieder Zitat, so dürfen wir doch nicht verkennen, dass in all dem, was ein Behrens, Olbrich, Fuchs, Kress, Leipheimer, Pölzig uns vor Augen gestellt, was ein Schulze, Naumburg, Lichtwag, Muthesius zu uns gesprochen, ein überaus lebendiger Kern steckt, Zitat Ende. Schneider mochte die Beiträge in der Fachzeitschrift Dekorative Kunst gelesen haben und ihm mochten auch die vielen Beiträge über moderne Gärten in England bekannt sein, die in der 1902 begründeten Zeitschrift Moderne Bauformen erschienen. Sie sehen hier den Vorplatz zu der Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie von 1901 mit dem Ernst-Ludwig-Haus im Hintergrund. Wer den Garten davor gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand.
Anders als seine Kollegen in England sei der Deutsche als Gartenkünstler noch kaum wirklich selbstständig gewesen, behauptete Schneider. Nachdem dann ein Skell und Pückler den Versuch gemacht hatten, die englischen Anregungen unseren Verhältnissen gemäß auszugestalten, fehlte ihren Nachfolgern die Fähigkeit, selbstständig weiterzuschreiten. Der Quell junger freier künstlerischer Gestaltung wurde nicht zum selbstständigen Strome, sondern versiegte gar bald im Sumpfe echt deutscher Theorie. Was immer unter dem Sumpf echt deutscher Theorie verstanden werden mag, Schneider verband damit die Gärtnerlehranstalten. Die Hauptursache der Unfruchtbarkeit unserer Gartengestaltung ist, so schrieb er, dünkt mich in der Fachschule zu suchen. Zu Technikern werden unsere jungen Fachleute erzogen, von Kunst als solcher wird kaum zu ihnen gesprochen. Zitat Ende. Wollte man Schneiders Behauptung widerlegen oder auch belegen, bedürfte es spezifischer Untersuchungen. 1904 zum Beispiel sah der allgemeine Lehrgang im zweiten Semester an der Königlichen Gärtnerlehranstalt in Berlin-Dahlem 4 Stunden Malen vor, die der Landschaftsmaler Hermann Schnee unterrichtete. Hier sehen Sie ein Bild von Schnee, das Potsdam vom Neuen Garten aus über die Havelausbuchtung rüber zum Casino nach Kleinklinike geht. Und wenn Sie ganz genau hingucken, können Sie links außen im Bild auch noch die Sacroix-Kirche sehen. Es wurden 2 Stunden Grundlehren der Gartenkunst von Gartendirektor Fritz Zahn unterrichtet und 2 Stunden Architektur und Gartenkunst, die der Architekt Otto Stahn gelehrt hat. Was genau da gelehrt wurde, bedürfte näherer Untersuchung. Eine solche Untersuchung müsste sich auch des Gartenarchitekten Willi Lange annehmen, der damals an der Gärtnerlehranstalt unterrichtete. Lange forderte eine Gartengestaltung, die, ich zitiere ihn, dem gemeinsamen Streben nach einer neuen deutschen Kunst Rechnung trägt, was sie nur könne, wenn sie, wiederum Zitat, auf heimatlicher, landschaftlicher Naturkunde in künstlerischer Steigerung beruhe. Zitat Ende. Abschließend will ich noch auf Pflanzenorthodoxie als Hindernis aufmerksam machen, das Reformgärten im Wege stand. Die künstlerische Moderne, so schrieb Willi Lange, fragt nicht nach der Form in erster Linie, sondern sie fragt nach dem Willen des Stoffes, also hier nach dem Willen der Pflanze. Was heißt das? Jede Pflanze zeigt uns ihren Willen durch die Lebensbedingungen ihres heimatlichen Standortes. Diese Lebensbedingungen sind es, die sie uns als von ihr gleichsam seelisch gewollt andeutet. Es ist bemerkenswert, dass Lange fürchtete, seine eigenartige Vorstellung, Pflanzen könnten dem Menschen ihre seelischen Lebensbedingungen andeuten, könnte in den Sumpf geraten, obwohl es sich dabei um eine ernste, auf Logik beruhende Besprechung gartenkünstlerischer Fragen handelte. Denkbar wäre, dass sich Lange auf das 1903 wieder aufgelegte Buch Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen von Gustav Theodor Fechner bezog. Ich habe dafür allerdings bislang keinen Beleg. Dieses Buch von Fechner ist bis in die jüngste Zeit hinein, also die letzte Auflage ist, glaube ich, 1992 erschienen, immer wieder aufgetaucht. Aber es hat noch niemand in der Gartenkultur mal versucht nachzugehen, ob Lange sich von Fechner beeinflusst fühlt oder nicht. Heike unterstützte in gewisser Weise Lange, indem er schrieb, also, der Stil wird durch das Material bedingt und hier kann unsere Lehrmeisterin nur die Natur sein, der wir das Material entlehnen. Für Heike, Lange, Stegmüller und andere war die Pflanze in ihren verschiedenen Formen das Wichtigste im Garten. In dieser Rechtgläubigkeit bei der Pflanzenverwendung, für die ich den Begriff Pflanzenorthodoxie vorschlage, spiegelt sich später das Interesse wieder, ausschließlich sogenannte einheimische Pflanzen im Garten zu verwenden. Und da könnte man jetzt einen großen Bogen zu dem ersten Vortrag von Herrn Tanner ziehen. Lange, der dem gemeinsamen Streben nach einer neuen deutschen Kunst das Wort redete, erwähnte auch die freie Linie als das Mittel zum Ziel in der neuen Kunst und eher beiläufig die Tanzkunst und Isadora Duncan, ohne allerdings näher darauf einzugehen. Freie Linie im wirklichen Sinne, so schrieb Lange, wie in der Malerei, Plastik, Baukunst und im Übertragenen in der Dichtkunst, Musik und Tanzkunst, welch letztere wir seit der Antike durch Miss Duncan zum ersten Mal wieder unter die Künste zu rechnen haben. Zitat Ende. 1903 hatte Duncan in Berlin einen öffentlichen Vortrag, der Tanz der Zukunft, gehalten,
dessen Inhalt zu einer Art Manifest für den modernen Tanz wurde. Am 1. Dezember 1904 hat sie dann ihre Tanzschule in Berlin-Grunewald eröffnet, in der sie ohne Entgelt, da kommt der soziale Aspekt zum Ausdruck, Kinder in ihrer Art zu tanzen unterrichtete. In den USA werden auch im frühen 21. Jahrhundert Gartenkultur und Tanz durchaus noch zusammengesehen, wie dieses Beispiel aus dem Untermeyer Park in Yonkers in New York zeigen mag. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, den Chancen, die sich möglichen Reformgärten boten. Angesichts der scharfen Kritik Schneiders kommen mir die Beispiele, mit denen er den wahren Künstlern zur Hilfe kommen will, moderat vor. In seinem Artikel aus dem Jahr 1905 verwies er auf Gartenentwürfe der Architekten Hans Pölzig, Wilhelm Kreis und Peter Behrens. Pölzig hatte sich der Mithilfe von Paul Dannenberg, dem damaligen Gartendirektor der Stadt Breslau, versichert. Kreis hatte mit dem Gartendirektor Johann Karl Friedrich Boucher aus Dresden kooperiert und Behrens hatte den Kölner Gartenarchitekten Konrad Bartels zur professionellen Unterstützung. Das waren allerdings keine Beispiele, in denen Gartenarchitekten mit Künstlern zusammengearbeitet hatten. Vielmehr hatten sich Vertreter der Profession der Architekten der Unterstützung professioneller Gartenarchitekten versichert. Schneider wollte zum guten Alten zurück und meinte, zitiere ihn, künstlerisch können wir nicht sagen, dass der heutige Garten wesentlich anders aufgebaut ist als der vor 100 Jahren. Es kam Schneider nicht in den Sinn, etwa auf den Impressionismus in der Malerei zu verweisen, den Vertretern des Impressionismus, der sich im späten 19. Jahrhundert besonders in Frankreich herausgebildet hatte, lag ausdrücklich am Malen en plein air, also im Freien, im Gegensatz zum Malen in den Ateliers, in den Schulgebäuden. Landschaftsarchitekten wie Humphrey Repton hatten häufig im Freien gearbeitet, um ihre Entwürfe vor Ort umsetzen zu können. Und ich verweise hier nur auf das Bild Seerosen von Claude Monet. Schneider hätte darauf aufmerksam machen können, dass viel Entwurfsarbeit für Gärten an Zeichentischen in Büros entstand und daher die Verbindung zur eigentlichen Lage des Grundstücks verloren hätte. Dazu kann ich nur mutmaßen, denn abgesehen von Uwe Schneiders herausragender Arbeit über die Gartendiskussion im frühen 20. Jahrhundert, zum Beispiel von Mothesius, fehlt es bislang an Studien, die sich mit den Bedingungen auseinandersetzen, unter denen Gartenarchitekten in dieser Zeit gearbeitet haben. Camillo Schneider verwies auch nicht auf den Symbolismus, der sich im späten 19. Jahrhundert in Frankreich und Belgien entwickelt hat. Es war insbesondere der Schriftsteller Stéphane Mallarmé und seine Salons, zu denen Besuchern auch Rainer Maria Wilke, einer der bedeutendsten deutschen Dichter, zählte. An einem Gartenbild von Raymond Charmaison will ich zeigen, was sogenannte Reformgärten des frühen 20. Jahrhunderts vielleicht hätten aufgreifen können. Das schmale, 1919 erschienene Buch der Gartenbilder von Charmaison wurde mit einer einfühlsamen Einleitung des den Symbolisten nahestehenden Henri de Régnier eröffnet. Régnier schrieb, und ich stimme ihn ganz mit ihm überein, Charmaisons Gartenbilder sind le plaisir de Dieu, eine Augenweide. Charmaison benannte sein erstes Beispiel, und ich zeige nur dieses, l'Allée Rouge. Der Name bezieht sich auf den roten Belag des Weges im Bild. Das Gebild selber verweist auf Charmaisons Interesse an japanischer Gartenkultur, das in dieser Zeit auch einige Gartenarchitekten teilten. In einem japanischen Garten würde die Bogenbrücke zur Linken einen mit einem Boot befahrbaren Wasserlauf andeuten. Das Tori im Hintergrund ist ein schlichtes Tor, das in Japan zumeist den Eingang zu einem Schrein anzeigt. Einige der Sträucher im Mittelgrund mögen japanische Azaleen sein. Anstatt auf solche künstlerischen Dimensionen zu verweisen, fiel Schneider auf technische Begrifflichkeiten zurück. Es könnte sein, dass Schneider bewusst darauf verzichtete, Veränderungen aufzuzeigen, die aus der Malerei und der Literatur kommend in Reformgärten hätten münden können. Vielleicht hängt das auch mit der tiefsitzenden Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zusammen. Walter Ehrlich, ein weniger bekannter Gartenarchitekt aus Nürnberg, verwies ausdrücklich auf die Musik, ein weiteres Gebiet, das einiges mit Bezug zur Gartenreform zu bieten hatte. Und wir haben auch heute Morgen schon kurz den Namen Richard Wagner gehört. Ich zeige Ihnen hier nur ein paar Noten aus der Tristan und Isolde.
Ehrlich hat ausdrücklich Richard Wagner erwähnt, er erwähnt auch Engelbert Humperdinck, Pietro Mascagni, Edvard Grieg, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns ist extrem einflussreich in der Musikgeschichte, Georges Bizet. Allerdings schien es, milde ausgedrückt, eine beträchtliche Distanz zu Entwicklungen in der Musik zu geben, und das mag auch für viele weitere Gebiete so gelten. Ich komme auf meine eingangs gemachte Bemerkung zurück. Meine Ausführungen waren skizzenhaft. Ich habe versucht, einige Hindernisse zu benennen, die der Reform von Gärten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entgegenstanden. Einmal den Konservatismus, Intoleranz, professionelle Windmühlen, den Sumpf echter deutscher Theorie und die Pflanzenorthodoxie. Diese Hindernisse erwiesen sich als so stark, dass Reformen, wie sie sich zum Beispiel in der Malerei, in der Musik und in der Literatur herausbildeten, in der Gartenarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland kaum eine Rolle spielten. Diese ziemlich grob strukturierte Hypothese bedarf der Differenzierung, und da gibt es sicherlich noch sehr viel zu tun. Ich zeige hier zum Schluss einen kleinen Blick in den Garten von Louis Majorelle in Marrakesch, in Marokko, den Sie vielleicht auch als Garten von Pierre Berger und Yves Saint Laurent kennen. Vielen Dank fürs Zuhören.